Hallo und herzlich willkommen zum 153. Part von The Sims 4. Weiter geht's. Und falls euch der Part gefällt, lasst ein Like da, abonniert und aktiviert die Glocke, um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen. Liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Das kann man erwarten. Und ja. Mal gucken, wie die Hochzeit wird. Ich hoffe, sie wird gut. So, ihr geht's hoffentlich auch mal wieder gut. Oh, stimmt. Sie kann ja nichts essen, oder? Shit. Es gibt hier keinen Barkeeper. Mixer engagieren. So. Und dann hau dich mal hier hin. Wenn du arbeiten musst. Du nimmst mal frei. Weil du dich hierhin bewegen wirst. Hierher bringen. Genauso wie zu Basa. Zu Basas Sohn, meine ich. Der Sohn von ihr ist nicht eingeladen. Das habe ich nur im letzten Part gemacht. Die Eltern heiraten und ich habe das Kind ausgeladen. Kann ich dabei sein lassen. So, du kannst auch mal vorbeikommen, Alex. Alex! Was zu essen, ne? Nein, das kann ich der KI ja nicht beibringen, aber sagen, aber naja. So, zack. Hier ist auch schon das vom Squad und Julia pennt direkt auf dem Boden. So. Ah, wie toll sie einfach aussieht. Das ist schon cool. Und was du da machst, ist überhaupt nicht cool, ey. Oh Mann, ey. Und wo sind die anderen Gäste überhaupt? Warum habe ich so viele Leute eingeladen, wenn er nicht kommt? Ah, da seid ihr. Gut. Oh, warte mal. Du kannst dich ihr vorstellen eigentlich? Nein? Nein? Nein. Um Rat bitten, kannst du mal machen. Dann noch nach Tag fragen. Obwohl, kannst mal hier über neueste Spieler reden, so, während Julian totaler Abfalleimer ist, gerade. Naja. Kannst du ihn wenigstens betören, dass er sich am Morgen ranschmeißt? Ja, kannst du, gut. Dann mach das mal. Und jetzt hoffe ich, dass du es schaffst. Dann zieh hier einfach am Pennen ist. Du sollst den hier betören, verdammt. Ah, ein Abfalleimer war nicht gelogen. Morgen frei ist. Nicht mit dem Clowner. Während der Dude, von wem ist der Dude? Von dir, ne? Ich glaube ja. Aber wen hat dann Marie? Ach so, die hat den einen Typen da mit der Frisur da. Na, du kannst mal mehr. Kannst du was machen während der Heirat? Nö. Scheiße. Fuck. Fuck. Da alle gehen. Und ihr macht hier eine Klo-Party, alles klar. Ich lasse mich bestreben. Die viele harte Arbeit hat sich ausgezahlt, denn Julia hat die Macht des Reiches der Magie. Fließt nun durch die Arbeit von Julia. Verwende deine Macht klug, Zauberkünstlerin. Sehr gut. Verbraucht jetzt weniger Ladung oder so eine Scheiße. Kannst jetzt hier Stranger Wilder machen. Hallo? Hallo? Ich bin nicht Meistervampirin geben, das kann sie nicht machen. Das kann sie überhaupt nicht verfolgen auch. Level 4 der Schellenfähigkeit, okay. So, du bekommst hier Belohnungstor. Direkt mal den Schlaf abgenommen.
Für immer. Nein. Merkmale. Ah, okay, ich muss das so machen. Zwar bist du jetzt nie wieder erschöpft. Mutig. Oh. Sims mit dem Merkmal lassen sich nicht mehr einschüchtern. Mutige Sims erlangen die Fassung schneller als die anderen meistens, als die meisten anderen Sims zurück und lassen sich nicht durch übernatürliche Erscheinungen wie Geister oder Skelette aus der Ruhe bringen. Es gibt Skelette? Cool. Und das Merkmal ist auch cool. Ich wünschte, es würde noch mehr neue Merkmale geben. Loyal. Aber wer ist bitte in echt loyal? Abgesehen von mir natürlich. So. 10.000 Punkte sind weg und der Schlaf wird jetzt nicht mehr schlechter werden. Also dürfte nicht sein, dass er schlechter wird. Hier wollte ich nicht hin, ich wollte hier hin. So. Aber trotzdem kannst du auch mal hier, wie deine, was auch immer, kannst du hier mal. Wo war mal aus? Kannst du noch hier machen? Inferno. Oi. Ja, mach mal Inferno. Ich wusste gar nicht, dass du das gelernt hast. Und was hast du für eine Kleidung an, Will? Kenn ich gar nicht von dir. Hab ich dir die gegeben? Im Schrank Wein, och Mann. Was bist du für einmal? Komm aus dem Schrank raus. Was trägst du da für eine Kleidung, Alter? Wow. Alter, ich hab dem noch nicht mal die Kleidung gegeben, Leute. Er zieht sich einfach andere Kleidung an. What the fuck? Nein. So erscheint man noch zur Hochzeit, Digga, also alles klar. Dein Mann. Du. Nein. Mann, irgendwas stimmt hier schon wieder nicht. Nicht so wie es soll. Sie freut sich auch super, weil sie vom Sensenmann gerettet worden ist im letzten Part. Das war legendär. Wir haben Leben gerettet im letzten Part. Nämlich das von Marie hier. Und wo ist jetzt dein Dudes? Bist du der Dudes hier? Der Schalale Dudes hier? Ja, bist du. Der Gast. Der Kengo. Kuscheln. Nee, ihr sollt dann. Obwohl, Techte möchte in den Schrank. Obwohl, ihr könnt mal kuscheln hier. Aber ihr könnt leider nicht heiraten. Es geht wohl nicht, wenn es geplant ist. Kannst du jetzt mal mit dem heiraten? Du sollst nicht hier mit dem plaudern. Du sollst ihn einfach nur heiraten, nee, nicht den da. Den hier. Den Bräutigam. War das von Bräutigam. Ja. So. Ja. Könnt ihr jetzt mal aufhören, mit dem zu labern? Abgesehen von ihr jetzt, ey. Ich hasse es, dass sie so oft Scheiße bauen, wie sie Scheiße bauen, ey. Julia, was bist du schon wieder am Fan? Warum kann die den jetzt nicht heiraten? Meine Güte. Ach so, sie sollen den. Stimmt, ja. Und? Ja. Magie. Oh shit, die sitzen da noch drauf. Und ich wollte das gar nicht auswählen. Ich wollte ihn betören auf, ihr wisst schon, auf Morgen. Oh, es ist zur Asche. Perfekt. Cooler Zauber. Nicht zur Asche? Das wär's. Vermissten sie ja. Nee. Sitzen da, als wäre nichts. Oh ja, Ärzte, Alter, das hat sich schon ein bisschen verkauft hier. Oh. Ja. Reagiert wenigstens ein bisschen drauf, aber eigentlich müsste der mitbringen. Digga, das wurde schon gelöscht. Also der Schlauste ist auf jeden Fall nicht mehr. So. Anne, kann die jetzt mal bitte den Bräutigam heiraten? Aber cool, dass ich jetzt auch Sachen zerstören kann. Das ist cool. Julia, wo bist du? Ich brauch dich. Du wirst mit der coolste Charles. Eventuell lasse ich sie überhaupt nicht mehr ausziehen, weil.
Das ist pretty sick. Nein, wir zerstören die Scheiße. Da kann man das hier wieder retten? Das war cool, ja. Perfekt. Soll ich halt einen Gegenstand erfolgreich mitgehen lassen? Macht sich selbst für mich. Du Monster, weg da! Was? Wie Monster, was Monster, wo Monster? Warte mal, kann man auch Leute anzünden? Das wäre cool. Mehr Magie, Zauber, Inferno, zwischen der, was? Inferno, ja! Ich kann sie anzünden! Oh nein! Er löscht sich um, schade! Wie geil ist das? Scheiße! Nochmal die nächste, komm! Alle weg hier! Du hier, wer bist du? Kennen wir dich? Nee, du trägst Pink, du wirst direkt angezündet. Also, nein, nicht Betörung. Das ist so sick, ich werde das sowas von nutzen, das Inferno, das ist so geil. Also das ist dermaßen geil, aber das steht immer noch, dass sie erschöpft wäre, aber ich kann es nicht zeigen, auch dass sie nicht mehr erschöpft ist. Hat sie ihn geheiratet, den Dude? Wo hängt der überhaupt vor ihr? Okay, das ist immer ein etwas zu Base. Aber wenn ich mich frage, warum das nicht ging. So heiratet. Beiden Vogelkäufchen hier. Ah, die fühlen sich noch ein bisschen verkohlt. Leider werden die direkt gelöscht. Ich hoffe, der hier wird nicht gelöscht. Genau, nehmt alle an der Hochzeit teil, rettet niemand. Ah shit, leider kann ich die eventuell nicht verbrennen, das ist schade. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob man das wirklich jemand verbrennen kann? Komplett, also dass er dadurch stirbt, das wäre echt cool. Ich hoffe, das geht. Ja. Nein, wird's nicht an der Hochzeit teilnehmen. Gut, jetzt kannst du teilnehmen. Sehr gut. Ihr seid jetzt hoffentlich verheiratet. So. Seid ihr verheiratet? Neues Baby. Ja, frisch verheiratet. Okay. Sehr gut. Ja, dann, ja. Werdet ihr hoffentlich zusammen. Werdet ihr zusammenziehen, also entweder während oder ne, also während oder nach dem Part, also falls das nicht so geht, werde ich die, also ich werde die halt nach dem Part zusammenziehen, genau wie ihrem Freund und halt auch die wer waren das noch, Anne, also die Braut hier, wird mit ihm zusammenziehen und zu Base. Sie wird mit ihrem Mann zusammenziehen, mit dem anderen Rotschopf, wo auch immer der ist. Hier ist er draußen, der mit der Sonnenbrille. Und ja, sie halt mit ihrem Dude, mit dem der gebrannt hat. Wenn er dann noch lebt. So. So, zack. Das werde ich nach dem Part machen. Und du? Kannst mal aufhören, da Scheiße zu bauen. Oh Mann, eigenes tolles Aussehen bewundern. Ja, du siehst klasse aus, aber du gehst mir auch auf den Kreis damit. Mit deiner Marotte, mit der neuen hier. So. So. Ja. Der ist auch schon wieder am Fallen hier. Und
Wow, das hat sich gebracht, von der einen Toilette auf die andere zu wechseln. Sehr gut. So. Ja, können wir noch. Ist hier noch irgendwas, was weg kann? Ja, die Pflanze hier kann weg. Magie, Zauber, Inferno. Und der will mir ins Bad folgen, what the fuck? Dude, folgt mir nicht ins Bad. Ich stehe nicht auf Männer. Ja, machen wir. Ich wollte das sowieso gerade machen, kurz vor der Apokalypse machen wir. Es passt gut zu mir. Gut, der folgt mir nicht ins Bad. Gut. Dann machst du hier. Schau ich den üben. So. Obwohl eigentlich kann ich die Hochzeit beenden. Abgesehen, obwohl, warte mal. Du lass mal auf die Scheiße jetzt bauen. Lass mal das eben. Denn du kannst mal eben morgen mit dem Du da zusammenkommen lassen. Ist ihm auch nicht so toll. So. Hallo. Hier. Oh Mann. Okay. Alex und morgen müssen wir zusammenkommen. Achso, er geht duschen und so. Hör doch auf damit. Nur weil du stinkst, heißt das nicht, dass du hier. Obwohl, kannst du mal mit der Marmorum machen. Nur weil dich voll pisst, heißt das nicht, dass du duschen gehen musst, Alter. Ja, ich weiß, scheiß Dekor interessiert doch keinen. So. Beim pisst er sich auch in der Hose direkt vor ihrer, vor seiner Mom und pisst die auch noch an. What the fuck? So, mach mal hin, Julia. Oh Mann. So. Und du kannst direkt mal auch mit. Direkt hier mal getört werden auf deiner Hochzeit. Damit du mit Alex küsst an deiner Hochzeit. So. Was morgen eigentlich? Ist sie abgehauen? Die sieht echt abgehauen aus. Wow, die bleibt noch nicht mal bis zum Ende der Zeremonie. Wow. Morgen, wow. Morgen? Morgen. Ist sie noch hier? Nee. Anscheinend ist sie nicht hier. Ach doch, hier ist sie. Warum bist du so weit oben, ey? What the fuck, ey? Ja, gut, dann machen wir hier eben Nickerchen. Und Alex immer noch. Oh, es geht. Gut. Dann ja zu Basa und Lea. Nee, nicht Lea. Anne, was laber ich denn da? So, 20.000 habt ihr, dann kriegt ihr hier noch 31.678 größtigerweise. So. Obwohl, als Maustochter, du kriegst nur 100.000 da oben drauf. Auch wenn du mich nicht leiden kannst. So, gönnt euch. Zack.
Und ja, ich muss gleich ins Wetten für Waldenminen. Ja. Gut, muss halt sein. War eine tolle Hochzeit. Ja. Ist auch ein cooler Part gewesen, aber ja. Ich werde ihn dann auch gleich beenden, den Part. Ich hoffe, er war nicht zu kurz. ja. Wir schauen uns kurz noch den ihr Haus an. Ich hoffe, die haben eins. Oh shit, die haben keinen Zupasa, war doch gar nicht in der Welt. Ich habe den doch gar nicht im Haushalt geschoben. Stimmt, der ist ja nachgejoint. Oh. Also landen wir gar nicht bei denen, sondern wir landen bei mir. Eigentlich. Oder wir landen irgendwo im Nirgendwo. Oder so. So. Ja, das Spiel kann ich ja mal erfahren, wo wir landen, ja? Wer das da sind? Aber ja, nette Hochzeit auf jeden Fall und coole Magier-Tricks. Naja, wir landen doch bei Ihnen, aber ich muss Sie natürlich auf den Haushalt platzieren. Das werden wir jetzt auch machen. 140.000, ja, mein Geld ausgegeben auch schon wieder. Hunderteinstausend, 45.000, das nicht. Obwohl das hier sieht auch cool aus. Also sieht auch ganz schön sick aus. Wisst ihr was? Ihr gönnt euch einfach das hier. Ihr habt das Geld, gönnt euch. Dann habt ihr noch 50.000. Irgendwie passt. Irgendwie, keine Ahnung. Fällt mir das. So. So, dann haben wir das auch hinter uns. Sie sind jetzt alle in einem Haus. Und ja, das freut mich, dass das alles klappt, wie es soll. Ich werde dann noch die anderen Off-Cam verschieben, wie schon angesprochen. Also die Marie und die andere, die ich glaube, Lea war der Name. Heißt sie Lea? Ich glaube ja. Ihr wisst ja, wen ich meine, wenn ich, ja, werdet zwei Plätze weniger sind. Falls nicht, ja, kann ich es auch nicht ändern. Also zwei gehen noch vom Haushalt in einen anderen Haushalt rein. Also die werden nicht sterben, sondern ich werde die ein Haus so wie jetzt machen, weil ich sie einfach zusammenziehe und dass sie halt ein Haus haben. Und ja, das wünsche ich mir natürlich auch für den Rest, für natürlich die Boys. Also ich spreche den, also für die Boys natürlich. Abgesehen von meinem, der braucht erstmal, also der wird ja nicht rausfliegen. Auch wenn das mit Kaori gut klappt. Uns verlobt vor ein paar Parts und ja, das läuft mit ihr. Aber ja, Heirat, keine Ahnung, ob das irgendwann kommt, wenn der Haushalt mal ein bisschen leerer ist. So. Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Klar, ich habe gesagt, ich bin eigentlich nicht so der Typ dafür, aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Aktuell bin ich so der, nicht so einer, der für eine Beziehung ist oder für eine Heirat, aber vielleicht ändert sich das irgendwann. Wer weiß, was die Zukunft bringt, denn offen für vieles. Und ja. Weil man ändert ja auch im Leben seine Meinung, obwohl man eine feste Meinung hat. Das kann ja schon mal vorkommen. Ist bei mir auch ein oder andere Mal passiert, dass sich meine Meinung zu geändert hat. Und die beiden sind horny aufeinander. Ja, wisst ihr, was ihr macht jetzt, wo ihr horny aufeinander seid? Techtelmechtel, yeah. Und zwar macht ihr direkt ein neues Kind, ihr beiden. Ihr habt Bock und ich hab Bock. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part hoffentlich wieder.